Die Geburt von Baby Gabrielle war sehr ereignisreich. Da ihre Mutter Melanie während der Entbindung einen Herzstillstand erlitt, wurde sie für klinisch tot erklärt. Es gab wenig Hoffnung für sie oder das Baby. Aber dann tat ihr Mann etwas Erstaunliches. Mal sehen, was passierte und wie diese Geschichte wirklich ausging. Melanie Pritchard. Melanie war mit ihrem zweiten Kind schwanger und konnte es kaum erwarten, denn diesmal sollte es ein Mädchen werden. Sie und ihr Mann waren glücklich über einen Zuwachs für ihre Familie, eine kleine Schwester für ihren Sohn Brady. Die Schwangerschaft verlief unproblematisch. Erst in der 39. Woche machten sich die Anzeichen der bevorstehenden Entbindung bemerkbar. Als Melanie mit Brady schwanger war, hatte sie einen Gynäkologen und ein Krankenhaus gefunden, die die gleichen Pro-Life-Ansichten vertraten wie sie. Manchmal müssen Entscheidungen in einer medizinischen Situation im Bruchteil einer Sekunde getroffen werden. Und sie wollte sichergehen, dass das Leben ihres ungeborenen Kindes im Notfall im Vordergrund stand. Sie glaubte so fest daran, dass sie für jede Kontrolluntersuchung 25 Minuten weit zu einem Spezialisten ihres Vertrauens fuhr. Bei ihm fühlte sie sich auch während der zweiten Schwangerschaft in guten Händen. Alle Anzeichen deuteten auf eine ereignislose Entbindung hin. Ihre Vitalwerte waren hervorragend und nichts schien ungewöhnlich zu sein. Doch dann geschah das Unglück. Als Melanie im Krankenhausbett lag, kurz nachdem ihre Fruchtblase geplatzt war, begann sie sich plötzlich unwohl zu fühlen. Ihr war schwindelig und übel, als ob sie kurz vor einer Ohnmacht stünde. Aber nichts deutete darauf hin, dass etwas ernsthaft mit ihr nicht stimmte. Doch plötzlich schloss Melanie die Augen und sackte auf die Seite, direkt vor den Augen ihrer Ärzte und ihres Mannes. Sie schien eine Art Krampfanfall zu erleiden, völlig unerwartet, und ihre Herzfrequenz und ihr Blutdruck sanken praktisch auf Null. Sie lief blau an und hörte auf zu atmen. Während ihre Tochter noch im Bauch war, begannen auch die Vitalzeichen des kleinen Mädchens in alarmierendem Tempo zu sinken und es mussten schnell Entscheidungen getroffen werden. Was stimmte nicht und wie konnte man am besten mit Mutter und ungeborenem Kind umgehen? Code Blue wurde ausgerufen und ein medizinisches Team eilte ins Zimmer. Sie brachten Melanie so schnell sie konnten in den Operationssaal. Melanie litt an einer Fruchtwasserembolie. Dabei handelt es sich um eine seltene, aber ernste Erkrankung, die auftritt, wenn das Fruchtwasser in den Blutkreislauf der Mutter gelangt. Sie kann verheerende Auswirkungen haben, die für die Mutter oft tödlich enden. Da Melanie zu diesem Zeitpunkt bereits für klinisch tot erklärt wurde, beschloss das Ärzteteam im Operationssaal, sich auf das Baby zu konzentrieren. Sie führten einen Notkaiserschnitt durch, um dem kleinen Mädchen die besten Überlebenschancen zu ermöglichen. Melanies Ehemann Doug war krank vor Sorge. Er hatte gesehen, wie seine Frau abtransportiert wurde und ihm wurde gesagt, dass er sie vielleicht nicht mehr lebend wiedersehen würde. Falls doch, war die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie einen Hirnschaden erlitten hatte und nie wieder dieselbe sein würde. Es war eine herzzerreißende Nachricht. Er liebte seine Frau über alles und fühlte sich völlig hilflos und ängstlich. Also wandte er sich an Gott und betete. In seinem Kopf wiederholte er die Worte: Gott, ich weiß, dass dies mehr ist, als ich bewältigen kann, was bedeutet, dass du einen Plan und ein Ziel hast und ich vertraue dir. Aber bitte, wenn es dein Wille ist, erlaube mir, meine Frau wiederzubekommen. Als sich die schreckliche Nachricht über Melanies Zustand auch an Freunde und Familie verbreitete, begannen auch sie fieberhaft zu beten. Im Wartezimmer sitzend fassten sie sich alle an den Händen. Sie brachten ihre Gebete auch in die sozialen Medien und ihre Posts gingen bald viral. Innerhalb weniger Stunden gehörte Melanie zu den 100 Personen, über die am meisten getwittert wurde und war die meistgegoogelte Person in Phoenix. Daraufhin kamen Tausende von Nachrichten von Menschen aus der ganzen Welt, die ebenfalls für Melanie beteten und auf ihre Genesung hofften. Dax und Melanies Tochter wurde in der Zwischenzeit geboren und auf die Säuglingsstation gebracht. Melanie blieb im OP zurück, wo die Ärzte um ihr Leben kämpften. Aber sie hatten wenig Hoffnung und Doug hatte immer noch keine Ahnung, ob seine Frau leben oder sterben würde, als er seine neugeborene Tochter zum ersten Mal im Arm hielt.
Sie nannten sie Gabriella, was Heldin Gottes bedeutet. Es war ein bittersüßer Moment für den Vater. Er war glücklich, dass seine Tochter am Leben war, aber er fürchtete um seine geliebte Frau. Er hatte Angst, dass er diese kleine Prinzessin alleine großziehen müsste und war so traurig, dass er diesen Moment nicht mit der Liebe seines Lebens teilen konnte. Die Ärzte hatten Melanie inzwischen wiederbeleben können und einen schwachen Puls festgestellt, aber sie war immer noch in einem kritischen Zustand. Nach 48 beängstigenden Stunden konnten sie sie auf die Intensivstation verlegen, wo sie versuchten, sie am Leben zu erhalten. Melanies Bruder, ein Herz-Thorax-Chirurg, war nun im Krankenhaus angekommen und bat um Einsicht in ihre Akten. Es stand wirklich nicht gut für seine Schwester. Sie befand sich in einem Zustand des kardiovaskulären Kollapses und es ging ihr von Minute zu Minute schlechter. Die Familie wurde inzwischen gebeten, sich von ihr zu verabschieden, weil niemand mehr daran glaubte, dass sie es schaffen würde. Es brach ihm das Herz, aber Doug ging zu Melanie, um seine letzten Worte an sie zu richten. Er sagte zu ihr: »Ich liebe dich. Ich werde dich immer lieben. Brady und Gabriella sind wunderschön und sie lieben dich auch. Wenn du noch Kraft hast, dann kämpfe für uns.« Auch andere Familienmitglieder drückten ihre Liebe aus und in der Zwischenzeit beteten alle intensiv weiter. Sie beteten, dass Melanie wieder auf die Beine kommen würde und dass Gabriella und Brady nicht ohne Mutter aufwachsen müssten. Die Gebete waren alles, was sie noch hatten. Aber Melanies Zustand schien sich nur zu verschlechtern. Sie hatte bereits 2 Bluttransfusionen erhalten und zu allem Übel stellten die Ärzte fest, dass sie beim Kaiserschnitt versehentlich eine ihrer Arterien durchtrennt hatten. Sie blutete innerlich und brauchte eine weitere Operation. Das ganze Blut war in ihren Bauch gelaufen. Es war, als ob ihr Magen mit Handtüchern vollgestopft war und sie mussten ihn offen halten. Ihr Herz pumpte kaum noch und ihre Lunge hatte versagt. Sie war auf ein Beatmungsgerät angewiesen, das sie am Leben hielt. Das medizinische Personal konnte kaum noch etwas für sie tun. Aber Melanie war irgendwie nicht bereit aufzugeben. Sie hatte so einen Drang, ihre Familie wiederzusehen und einen starken Glauben daran, dass das, was mit ihr geschah, auch geschehen sollte. Sie wurde in ein anderes Krankenhaus verlegt, wo man bessere Technik hatte. Dort wurde sie an eine sogenannte ECMO-Maschine angeschlossen, um ihr Herz und ihre Lunge bei der Erholung zu unterstützen. Um ihre neurologischen Funktionen zu überprüfen, senkte man ihren Beruhigungsgrad so weit, dass sie für ein paar Momente aufwachte. Gerade als sie das Bewusstsein wiedererlangte, kam Doug ins Zimmer und als er sie sah, sagte er einfach: »Hey, Babe!« Melanie standen bei diesem Satz die Tränen in den Augen und das war für Doug ein klares Zeichen, dass sie bei weitem nicht hirntot oder gar neurologisch beeinträchtigt war. Plötzlich schimmerte wieder Hoffnung, aber es war noch eine weitere Operation nötig, um die Füllung aus ihrem Bauch zu entfernen und sie wieder zuzunähen. Wieder war alles sehr grenzwertig, aber bevor Melanie in die Narkose versetzt wurde, zeigten sie ihr ein Bild von Gabriella. Nach ihren eigenen Worten muss dies eine Art Mama-Bär-Instinkt in ihr geweckt haben und sie versuchte fast aus dem Bett zu klettern, um zu ihrem kleinen Mädchen zu kommen. Aber dann war sie betäubt und es begannen ein paar sehr beängstigende Stunden des Wartens. Es war fast ein Wunder, etwas, womit keiner ihrer Ärzte gerechnet hatte, aber Melanie war stark und vielleicht stur genug, um durchzukommen. Innerhalb von 24 Stunden konnten sie sie vom Beatmungsgerät und allen Medikamenten außer Schmerzmitteln absetzen. Sie und ihr Mann hätten nicht glücklicher und dankbarer sein können und ihr Wiedersehen war unglaublich. An das meiste kann sich Melanie nicht erinnern, da sie fast die ganze Zeit bewusstlos war. Aber als sie später die Geschichte hörte, war sie verblüfft. Sie war im Grunde gestorben und dann wieder zurückgekommen, um ihre Familie wieder in die Arme schließen und lieben zu können. Sie fühlte eine enorme Erleichterung. Als sie von all den Gebeten und der Unterstützung der vielen Menschen hörte, war sie sehr berührt. Und noch heute dankt sie Gott jeden Tag dafür, dass er sie und ihre Kleine das überleben ließ. Was für eine Story, nicht wahr? Gib dem Video einen Daumen nach oben, wenn du auch froh bist, wie alles ausging. Je mehr Unterstützung wir bekommen,
desto mehr schöne Geschichten können wir erzählen.